Begleite uns auf dem Skyweg, die wunderschöne und raue Natur des schottischen Hochlands der Isle of Skye. Wahnsinnig rutschig hier. Und hier sind wieder die Snack-Profis. Tja. Hier haben wir die Nacht verbracht. Wie war die Nacht? Also ich fand's gut. Nachdem wir alles so ein bisschen ausgezogen hatten, alles nass irgendwie verstaut, was hier noch runtergetropft ist. Also ich habe gut geschlafen. Ich war auch richtig platt. Auf zur nächsten Etappe. Heute geht es nach Portree oder mindestens bis nach Portree. Dann sind es so 20 Kilometer. Ja, und es fühlt sich, also die Schuhe sind natürlich noch nass und vieles ist noch nass, aber es fühlt sich viel, viel besser an als gestern, als wir angekommen sind, so im Dauerregen. Also bereit für neue Abenteuer. Genau, und wir hinterlassen unseren Zeltplatz. Sauber. Sauber und ordentlich. Ja. Die Jacken sind leider noch ein bisschen klamm, darum haben wir die außen an die Rucksäcke gemacht, mit der Hoffnung, dass sie noch ein bisschen trocknen im Wind. Ja. Los geht's. Wir schalten schon mal an. Viel zu weit. Oh nein! Ich hoffe, das war Video! Ja! Oh. Okay, Matthias ist sehr nass geworden, aber er lacht. Ich versuche jetzt über den Weg. Es war sehr kleine Steine und sehr weit. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen trockener geht. Es ist wirklich eine sehr schwierige Stelle, weil die einzelnen Steinchen auch sehr glatt und wackelig sind. Okay. Okay. Sehr bedacht. Aber es geht. Jetzt kommt ein weiterer Schritt. Ich guck mal, dass ich mich jetzt an der Stelle. Und dann in die Mitte. Ich hoffe, ich kann auch noch sehr gut aufpassen, weil bei mir ist Egon, der auch nicht nass mehr halten möchte. So, aber hier geht's, hier ist recht flach. Okay, wir sind an der Insel. Ja. Jetzt geht's dann da rüber. Ha, fuck, mein Fuß ist, jetzt bin ich auch rein. Okay, gut. Geschafft. Ich bin gerade ins Wasser gefallen. Zeig mal deine Hose. Du musst du machen. Ja, ich filme mal Matthias Hose, weil der Sturz war schon einmal komplett auf die Seite und ihr seht hier, oh, das tropft hier runter, auch an Matthias. Aber er lacht. Ja, im Moment geht's noch mit den Temperaturen. Aber ich hatte mich natürlich
nach gestern gefreut, dass jetzt die Hose und Schuhe und Co. wenigstens ein bisschen trockener sind als gestern. Und jetzt natürlich komplett soaked wieder. Es regnet leider schon wieder. Das heißt, mit Kleidung trocknen wird es erstmal nichts. Und jetzt ich. Oh. Oh, ich bin wieder voll mit dem Kniebein. Ja. Mein Knie. Leider geht im Moment der Tag genauso weiter wie der gestrige. Es regnet. Die Wege sind alle komplett matschig und stehen unter Wasser. Rutschig, noch weil da überall die matschigen Felsen drauf sind. Man muss echt bei jedem Schritt aufpassen, dass man nicht umknickt. Und leider sind halt unsere Klamotten noch von gestern ein bisschen klamm. Ja. Dass sie nicht zum Unterstellen geht, wenn wir jetzt weiterlaufen und uns nicht die Laune verderben lassen. Ja, hilft ja nichts. Genießt das Video daheim auf der Couch. Wo kommt die Motivation her? Das ist eine drastische Gegenmaßnahme gegen drastisches Wetter. So wie hier sehen gerade alle Wege aus. Eigentlich ist der Weg hier sehr schön, aber man hört leider die ganze Zeit über die Straße auf der anderen Flussseite, die so ein bisschen die Idylle stört. Was haben wir denn da? Darf ich noch nicht mitreißen jetzt? Oh, okay. Wie sieht der Rucksack von hinten aus? Geht, aber unser Geschirrtuch ist durch. Okay. Der Rest ist ja eingepackt. Okay, gut. Ist so. Egon geht's gut, hoffentlich. Oh nein, er hat ein bisschen was abbekommen. Oh nein, Egon. Wir gehen hier ganz, an ganz kleinen Wegen vorbei, wo es immer steil runter geht. Da ist wirklich kaum Trittkante, wenn man das hier sich anguckt. Muss man super aufpassen, dass man nicht noch abstürzt. Wir sind hier in diesem Hang, in der Heide, da ist der Weg lang gelaufen. Ich hoffe, es kommt raus, wie steil das ist. Und kaum Trittfläche. So, nochmal kurz einen Rundumblick bei der Gelegenheit. Und da geht's jetzt weiter. Wahnsinnig rutschig hier. Und hier sind wieder die Snack-Profis am Start. Was darf auf einer Wanderung nicht fehlen? Der Trail-Mix.
Ist der pur oder gesalzen? Geröstet und bunt gewürzt. Uhu. Extra knackig, ohne Öl geröstet, aus eigener Manufaktur. Fairer Nussmix. Klingt sehr gut. Wir haben uns nämlich bewusst für die entschieden, weil wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen beim Einkaufen super fanden und dachten, bei den unterschiedlich gewürzten, da ist für jeden was dabei. Und? Oh, das war jetzt nichts. Oh, was hast du denn? Schmeckt wie so Maggi. Deins? Ja, mein schmeckt gut, auch wenn es nach Maggi schmeckt. Ach Gott. Wie sieht nach Salz und Pfeffer aus, Steffi? Magst du mehr? Also bei mir eine 1 von 5. Da die Nüsse so gut ankamen bei mir, gibt es noch eine Nachbarbar. Das sage ich jetzt schon. 4 von 5. Woher weißt du das nur, Matthias? Bekannte Trade-Verpflegung. Ja. Okay. Oh. Sweet and salty. Es ist einfach lecker. Und macht richtig satt. Bis später. Ein einziger Fischer hat sich nach draußen gewagt. Wir sind jetzt in einem kleinen Örtchen in 3-4 Häusern angekommen. Und guck mal, wie hier die Telefonzimmer genutzt wird. Also nicht nur als Informationsquelle, dass Mutter Triquium aufgeführt wird, sondern als Bücherschrank und Ort, um den Defibrillator zu verstauen. Ist doch mal ganz sinnvoll umgenutzt. Wir laufen hier gerade durch ein kleines Dörfchen an der Straße entlang auf diese tolle Felsformation zu. Rechts von uns das Meer. Man sieht auch die Möwen kreisen. Schrumpelige Hände! Nach fast 24 Stunden im Regen ist alles nass. Es regnet wieder. Es gibt Linis Bites. Mal schauen, wie sie schmecken. Mmh, super lecker. Wir laufen immer noch an der Straße entlang Richtung Portree. Julia trägt da die ganze Zeit die Tasse im Rucksack. Da ist jetzt auch ein Schluck drin vom Regen. Schaut mal da in der Ferne, unser Ziel für morgen. Das könnten schon die Old Man of Store sein. Ein idyllischer Wegabschnitt hier am Fluss, wenn nicht die Autobahn direkt daneben wäre. Tja. Auch hier gibt es diese Schaumbildung und vielleicht seht ihr das hier, wie sich diese kleine Schaumkrone so rumdreht die ganze Zeit. Also wir kommen jetzt überall an hier diesen weißen Zeug vorbei. Das liegt hier überall. Da geht's weiter mit dem weißen Zeug. Es sieht echt eklig aus. Muss man schon mal sagen. Guck mal, wie farbig hier die Flechten wachsen. In dem Stein. Sehr matschig alles. Da geht's jetzt rüber. Hier sind überall, ist hier Seegras. Es riecht nach Meer. Da hinten sieht man jetzt so eine Enge. Da geht es wahrscheinlich raus zum Meer. Und überall sind die Möwen aktiv. Heute Morgen beim Sturz ins Wasser bin ich leider umgeknickt. Und das macht sich jetzt extrem bemerkbar. Bitte? Ich humpel. Ja. Es regnet wieder. Es ist ein ständiges Auf- und Abziehen unserer Kapuzen. Von der Wegführung leider etwas schade ist wirklich, dass wir immer noch an der Autobahn sind, beziehungsweise jetzt sogar noch auf die Autobahn zulaufen. Das ist wirklich noch verbesserungswürdig. Also Matthias hat immer noch große Schmerzen mit dem Fuß und ist nur am Humpeln. Mal gucken, wie das weitergeht mit so dem Tempo. Wir werden jetzt erstmal einen Platz suchen in Portree, wo wir unser Zelt aufschlagen.
schlagen kann. So. Matthias hieft sich jetzt von der Bank. Wir haben jetzt eben nochmal geschaut, wo wir unser Zelt aufbauen können. Ich habe eben gerade Probleme, das rechte Bein zu belasten. Julia versucht jetzt eine Mitfahrgelegenheit nach Portry aufzutreiben, da ich nicht mehr richtig auftreten kann. Wir haben uns jetzt ein Bed and Breakfast genommen, um jetzt mal in die Nachtruhe zu schlafen. Ich habe gerade mit dem Videodoktor von meiner Krankenkasse gesprochen und der Arzt hat dort leider gesagt, ich soll erstmal ein paar Tage nicht wandern und es beobachten, ob die Schwellung zurückgeht. Ansonsten zum Arzt vor Ort hier in Schottland. Das heißt, das ist leider das Ende vom Skytrail, zumindest für heute oder für dieses Jahr bei uns. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir werden den Urlaub jetzt entsprechend ruhiger angehen lassen. Wenig Bewegung für Matthias die ersten 2-3 Tage. Hoffen, dass der Fuß abschwillt, kein Band angerissen ist. Das ist nämlich noch so ein bisschen das, worauf wir jetzt hoffen müssen. Und dass wir dann im Lake das wenigstens kleinere Touren noch machen können. Ja. Es kommt anders als geplant, aber man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Sehen wir uns nächstes Jahr oder übernächstes nochmal auf dem Skytrail. Für den Teil Portree bis Dantem.